Bei einer Schießerei in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina sind am Donnerstag 5 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Polizist, der nicht im Dienst war. Weitere Personen erlitten Verletzungen. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde eine Großfahndung nach dem Täter eingeleitet. Ein Teil der Stadt wurde abgeriegelt. Der Verdächtige wurde demzufolge rund 3 Stunden später in einem Wohnhaus gefasst. Bei ihm soll es sich um einen weißen Jugendlichen handeln. Raleighs Bürgermeisterin Mary Ann Baldwin formulierte einen Appell. Wir müssen diese sinnlose Waffengewalt in unserem Land stoppen. Vor uns liegt Arbeit, es gibt zu viele Opfer. Wir müssen aufwachen. Ich möchte keine anderen Bürgermeister auf dem Podium mit gebrochenen Herzen, weil Menschen aus ihrer Gemeinde unnötig und tragisch gestorben sind. Die Schießerei ereignete sich kurz nach 17 Uhr Ortszeit auf einem Wanderweg innerhalb der Stadt. Zu Motiven und Hintergründen der Tat laufen Ermittlungen.